Hi, das heutige Video hat über 2 Jahre gebraucht, um fertig zu werden. Ich habe vor über 2 Jahren auf einer Bastelfachmesse eine Lampe gesehen. Die werde ich euch hier einblenden und einmal zeigen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe ein Video von der Creative World 2020 gemacht und habe euch da diese Lampe ganz besonders vorgestellt. Denn das ist nicht einfach nur eine Lampe, sondern das ist ein Objekt, das einen Preis gewonnen hat. 2020 hat diese Lamellenlampe aus Holz von der Firma Reier einen Preis für Nachhaltigkeit gewonnen. Die Lampe wird aus Holz hergestellt, in Pappe verpackt und hat so keine Plastikverpackung und wird auch aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Ja, und das war einen ersten Preis wert. Und dann habe ich diese Lampe auch bekommen. Vielen Dank dafür an die Firma Reier. Sponsored. Ja, und habe dann überlegt, was machst du damit? Und hatte Ideen und andere Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen und noch mehr Ideen. Und habe das 2 Jahre lang vor mir hergeschoben. Und dann habe ich endlich etwas gemacht. Und das zeige ich euch auch jetzt in diesem Video. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und um die besten Fotos von dieser Lampe zu machen, die so lange gedauert hat, um fertig zu werden, habe ich extra einen Urlaub in Dänemark gemacht, um Fotos am Strand zu machen, die ihr schon zu Anfang gesehen habt. Viel Spaß bei dem Video, eure Bärbel. Ja, und hier nun, wie ich die Lampe gebastelt habe. Zunächst einmal die Verpackung, wie ich euch schon sagte, aus Pappe, der Inhalt aus Holz. Sonst enthält die Verpackung keine Gegenstände. Wie gesagt, nachhaltig, Holz, Papier, wächst nach. Beiliegend eine Anleitung, in welcher Reihenfolge man die Teile zusammensetzt. Das ist kinderleicht und sogar ich habe das geschafft. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich bin nicht so begabt, wenn es um Holzarbeiten geht. Aber das habe ich hinbekommen. Oh ja, das war sehr einfach. Für meine weitere Verarbeitung stecke ich die Teile alle ungefärbt und nicht angemalt zusammen. Ihr könnt aber natürlich auch die einzelnen Teile vorher anmalen. Das habe ich auch ausprobiert und es hat auch sehr gut geklappt. Aber weil ich gleich mit Sprühfarbe dran gehe, möchte ich das vorher montieren. Ich würde empfehlen, das vorher anzumalen. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Pinsel arbeitet, dann kommt ihr auch noch in alle Ecken und Winkeln hinein und ihr malt dann diese Holzteile von beiden Seiten vorher an und lasst die gut trocknen. Und dann könnt ihr sie zusammenstecken. Ich lasse meine Arbeiten hier auch bewusst mal komplett durchlaufen, damit ihr seht, ich habe an keiner Stelle gepusht. Und ihr seht, wie einfach das ist. Also ich würde sowas sogar schon einmal mit kleineren Kindern ausprobieren. Das ist so ein bisschen wie Puzzeln mit sehr wenigen Teilen und ja, ganz einfach zu machen. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt nicht, wenn ihr seht, so ein Teil nach dem anderen. Ja, so, aber ihr seht, wie einfach das ist. Und ihr seht hier auch den allerersten Versuch von mir, das Ding zusammenzustecken. Und ja, wenn ich total unbegabter Holzhandwerker das beim allerersten Versuch so gut hinkriege, dann kann das wirklich jeder. Also es ist so gut vorgeschnitten und vorgedacht, dass es jedem gelingen wird. Und gleich im weiteren Verlauf zeige ich euch dann, wie ich ein Leuchtmittel dort hineingebe, denn da kann man auch einen klitzekleinen Fehler machen. Naja, es ist kein Fehler, aber ihr seht, welchen Tipp ich jetzt hier für euch habe. Ja, ich bin jetzt hier ein kleines bisschen stolz auf mich selbst, weil das Ding sieht so genial aus und das Bärbelborn das hingekriegt hat, also wow, der Hammer. Und es ist auch sehr stabil. Ab und zu fällt vielleicht mal wieder so ein einzelnes Element heraus, das ist mir dann schon passiert, aber wenn ihr das hinterher fertig verziert habt und mit Farbe versehen, dann ist das unglaublich in sich stabil. Wie ich schon sagte, zeige ich euch jetzt, wie man ein Leuchtmittel dort hineingibt. Das habe ich nur oben versucht, passt nicht, weil unten ist ein großes Loch. Ja, das war das, was ich euch zeigen wollte. Und dann könnt ihr das Leuchtmittel von unten durchziehen. Und die Lampe, die ist sehr leicht und bedarf keiner weiteren Befestigung und hält dann auch schon an dieser Birne.
Ich habe hier noch ein zweites Leuchtmittelkabel-Dings, wie heißt das? Bin kein Elektriker. Und habe das dann auch verwendet mit einer Lampe, die ich eigens für diese wunderschöne Lampe vorgesehen hatte. Die habe ich dann zwar nicht bei meinen Fotos am Meer verwendet, aber ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, wie das aussieht, wenn diese Lampe dann leuchtet. Jetzt geht es an die Bemalung. Natürlich, wie gesagt, könnt ihr hier mit jeder Farbe arbeiten, die zu eurem Wohnungsstil passt. Aber ich finde, diese Lampe braucht einen Steampunk-Look. Und dazu habe ich sie mit hier einem Metallspray eingefärbt. Solche Sprays, die bekommt ihr an vielen Orten. Ich werde euch in der Videobeschreibung einen Link geben, wo ihr zum Beispiel ein Goldspray bekommen könnt. Ich habe dann verschiedene Sprays kombiniert und erst einmal eine erste Lage aufgebracht und grundiert. Den ersten Farbauftrag müsst ihr dann natürlich sehr gut trocknen lassen und sobald der getrocknet ist, könnt ihr mit einem zweiten Auftrag dann euer Werk perfektionieren, damit das auch wirklich an allen Stellen schön deckt und vergoldet oder verkupfert wird, je nachdem, welche Farbe euch am besten gefällt. Ich habe dann am Ende doch das Gold genommen und finde diesen warmen Glanz, der passt ganz, ganz, ganz besonders gut zu dem Steampunk-Look, den ich haben wollte. Und hier ein zweiter dünner Farbauftrag. Ebenfalls gut trocknen lassen. Ich hoffe, die Lampe gefällt euch. Ich finde sie so richtig, ja, stylisch und so ein bisschen steampunkig und werde einen Platz in meiner Wohnung dafür finden. Habe auch schon ganz tolle Leuchtmittel dazu gekauft und werde dann vielleicht, wenn ich noch weitere Fotos für euch habe, diese dann auf Instagram zeigen. Mein Instagram-Kanal, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr natürlich immer noch zusätzliche Bilder und Infos sehen. Und ich hoffe, die Lampe gefällt euch und ihr macht es dann auch einmal. Bitte lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr diese Lampe schon verwendet habt, wie sie bei euch ausgesehen hat. Die kann man ja ganz unterschiedlich gestalten. Und in diesem Sinne, ich hoffe, bis zum nächsten Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und noch ein paar Lampenbilder im dänischen Sonnenuntergang. Viel Spaß dabei!